Besonders anziehend. Die Puppe hatte auch etwas Großes.
Ich bin dein Vormund und daran wirst du gar nichts ändern können, du undankbare
Hast du gehört, du wirst niemals zu dieser Familie gehören, denn Rebeccas Eltern werden dich niemals so sehr lieben wie Rebecca. Das ist dir doch hoffentlich klar, oder? Ein lauter Schluchzer entfiel mir und meine Großmutter grinste noch breiter. Hör mir jetzt genau zu, Mädchen, sagte sie zu mir. Du wirst ab heute Rebecca nicht mehr sehen. Ich verbiete dir jeglichen Kontakt mit ihr außerhalb der Schule. Du darfst nie wieder zu ihr gehen, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Jetzt verlor ich es komplett. Nein, bitte, es tut mir leid. Doch meine Großmutter fiel mir sofort ins Wort. Nichts da, brüllte sie mich an. Es wird gemacht, wie ich sage. Keine Widerworte. Hast du gehört? Ich nickte. Ich spürte in diesem Moment eine Furcht vor meiner Großmutter, die ich zuvor noch nie gespürt hatte. Und diesen unbändigen Hass. Wir redeten die restliche Fahrt kein Wort mehr miteinander, während ich weiter in mich hineinschluchzte. Mit einem genügsamen Lächeln weiter. Ich sah meine Großmutter an und da war es. Nach all den Jahren wünschte ich meiner Großmutter zum ersten Mal den Tod. Plötzlich spürte ich etwas. Es ist schwer zu erklären, aber ich spürte so etwas wie eine starke Energiewelle von hinten. Sie war wie ein schneller Stich. Sofort schaute ich nach hinten auf den Rücksitz und ich wusste direkt, dass es die Puppe war. Ich konnte es sehen in ihren Augen. Sie starrte meine Großmutter an. Ja, ich war mir sicher, sie starrte sie direkt an und ich war mir außerdem sicher, dass ich ein Funkeln in den Augen der Puppe erkennen konnte. Ein böses Funkeln, das mir ganz klar und deutlich sagte, dass sie meinen Wunsch gehört hatte. Als meine Großmutter und ich nach Hause kamen, musste ich auf der Stelle auf mein Zimmer. Ich bekam 2 Wochen Hausarrest. Die neue Puppe, fest an mich geklammert, ging ich also hoch auf mein Zimmer. Ich wusste nicht, was ich von dem halten sollte, was gerade passiert war. Zumindest das muss ich ihm lassen. Er hat mir nie wehgetan. Meine Großmutter hatte den Krach natürlich von unten mitbekommen, stürmte daraufhin in mein Zimmer und trennte Sammy von mir. Dominant und herrscherisch packte sie den Köter und trug ihn aus meinem Zimmer. Dabei schlug sie, ohne mich noch einmal anzusehen und zu fragen, wie es mir ging, die Tür zu. Nach diesem Vorfall weinte ich erstmal eine Stunde durch. Das war der schlimmste Tag meines Lebens, zumindest dachte ich das damals. Dieses Gespräch mit meiner furchtbaren Großmutter, der Angriff von Sammy, meine ganze Situation, in der ich mich befand, allen voran die Tatsache, dass ich meine beste Freundin Rebecca nie wiedersehen konnte. Zu dieser Zeit hatten wir Kinder auch noch keine Handys. Das hieß, ich konnte ihr nur nicht einmal schreiben. Ich war also völlig allein. Ich hatte niemanden. Naja, außer meiner neuen Puppe Betty. Die ganze Zeit hielt ich Betty fest an mich gepresst, während ich immer wieder anfing zu weinen. Sie spendete mir Trost. Ich war froh, dass sie da war. Bis in die Nacht hinein lag ich einfach nur in meinem Bett und hielt meine Puppe, bis ich dann schließlich einschlafen konnte. Auf einmal weckte mich ein Geräusch mitten in der Nacht. Ich schreckte richtig hoch. Was war das? Ich sprang von meinem Bett auf, machte das Licht an und sah mich um. Nein, das Geräusch war ganz klar von unten gekommen. Ich rieb mir die Augen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Ich konnte nicht beschreiben, wonach sich das Geräusch angehört hatte, aber ich wusste, dass ich nachsehen musste. Ich sah zu meinem Bett und dann traf mich der Schlag. Betty war weg. Das konnte nicht sein. Ich riss die Decke von meinem Bett herunter, schaute unter meinem vielen Kopfkissen nach, aber nein, sie war nicht da. Ich hielt den Atem an. Hatte ich etwa alles nur geträumt? War das alles gar nicht passiert? Der Jahrmarkt, die Puppe, der Streit mit meiner Großmutter, Sammy. Nein, für einen Traum hatte sich das doch zu echt angefühlt. Jetzt hörte ich wieder ein Geräusch. Es klang so. Ging da gerade jemand die Treppe hoch? Meine Großmutter war das ganz sicher nicht. Ich wusste genau, wie sich ihr Gang anhörte und das hier war ein richtiges Trampeln. Und dann ertönte es wieder. Mein Herz schlug immer schneller. Ich riss meine Zimmertür auf. Kein Licht, alles war dunkel. Brach hier gerade etwa jemand ein? Hallo, rief ich. Auch wenn es in dieser Situation vielleicht nicht gerade das Intelligenteste war, das zu rufen.
Aber meine Angst ließ es nicht zu, dass ich gewissenhaft nachdachte. Aber da war es wieder. Das kam ganz klar aus dem Keller. Schnell machte ich das Licht an und sprintete nach unten. Meine Großmutter hatte nichts gehört, was auch kein Wunder war. Ihre Ohren waren sehr schlecht. Einmal hatte ich abends einen riesigen Krach in der Küche veranstaltet und sie war nicht wach geworden. Und selbst unter diesen Umständen war das Letzte, was ich sehen wollte, immer noch meine Großmutter. Ich ging also nicht hoch zu ihr, sondern sah auf eigene Faust nach. Ich machte überall das Licht an und rannte zur Kellertür. Diese riss ich auf, aber da war nichts. Auf einmal war Totenstille. Auch hier drückte ich nun den Lichtschalter an der Kellertreppe, doch das Licht blieb aus. Ich drückte nochmal, aber der Schalter funktionierte nicht. Wieso funktionierte er nicht? War das Zufall? Ich hoffe es sehr. Weiter unten gab es noch mehr Lichter. Ich nahm also all meinen Mut zusammen und schlich die Treppen hinunter in den dunklen Keller. Während ich das tat, war es mucksmäuschenstill. Es war unvorstellbar, dass hier eben gerade noch so ein Krach geherrscht hatte. Als ich unten angekommen war, suchte ich mit zitternden Händen die Wand nach dem Lichtschalter ab. Doch als ich ihn gefunden hatte und ihn betätigte, tat sich wieder nichts. Was war hier gerade nur los? Ich schlich also noch weiter in den Keller hinein und tastete mich nach dem Abstellraum ab, um dort den nächsten Lichtschalter zu betätigen. Aber auch hier hatte ich wieder keinen Erfolg. Doch ich gab nicht auf. Ich ging noch weiter in den nächsten Raum, unser Hobbyraum. Irgendein Licht musste doch wohl funktionieren. Ich tastete mich also weiter ab. Gleich würde ich beim Lichtschalter sein. Doch plötzlich trat ich auf etwas drauf. Ich schrie laut auf. Das war Sammy. Für einen Moment dachte ich, dass mein letztes Stündlein geschlagen hätte. Ich erwartete, dass Sammy auf der Stelle anfing zu bellen und sich wie ein Wildtier auf mich draufstürzen und mich totbeißen würde. Aber nichts davon passierte. Sammy blieb stumm. Auf einmal bekam ich total Gänsehaut. Mein ganzer Körper begann zu bibbern. Schnell lief ich zum Lichtschalter. Ich betätigte ihn und ja, er funktionierte. Das Licht ging an. Sofort drehte ich mich um und alle Schreie, die ich bisher in meinem ganzen Leben ausgestoßen hatte, waren gar nichts gegen den, der jetzt aus mir rauskam. Ich sah herab auf Sammy. Es war tatsächlich er gewesen, auf den ich gerade getreten war. Oder zumindest seine Leiche. Sammy war tot. Er lag da, leblos auf dem Boden, alles voll mit Blut. Sammy hatte eine riesige Schnittwunde an der Kehle. Seine Augen waren weit aufgerissen. Die Angst, die er Sekunden vor seinem Tod wohl gehabt hat, war noch deutlich in seinem Blick zu erkennen. Sofort ging ich auf Sammy zu, ohne einen Laut von mir zu geben. Fühlte ich seine Wunde an seinem Hals. Sie war wirklich tief. Jemand hatte Sammy ermordet, aber wer? Und dann hörte ich es plötzlich wieder. Bum, bum, bum. Und schreckte total zusammen. Das kam diesmal von oben. Wer war hier in diesem Haus? Und wie konnte es sein, dass ich ihn nicht gesehen hatte? Wer ist da? Schrie ich jetzt aus voller Brust und rannte die Kellertreppe hinauf. Aufgrund des Lichts konnte ich jetzt ja besser sehen und mich daher schneller fortbewegen. Mein Verstand setzte jetzt total aus. Ich hatte so eine riesige Angst, dass ich einfach nur weiterschrie und nach oben sprintete. Doch als ich die nächste Treppe hinaufrannte, bis vor mein Zimmer, traf ich wieder auf niemanden. Und auch die Geräusche waren wieder verstummt. Ich hielt inne. Ich lauschte genau. Ich hörte auf meinen Atem. Was zur Hölle war hier los? Vielleicht in meinem Zimmer. Ruckartig riss ich meine Zimmertür auf. Das Licht war noch immer an, aber niemand war drin. Naja, zumindest kein Mensch. Ich erstarrte völlig, als ich auf mein Bett sah. Da war sie, Betty. Sie war wieder da. Sie saß aufrecht in der Mitte meines Bettes. Sie war blutverschmiert und grinste mich direkt an. Genau in diesem Moment hörte ich ein Geräusch von ganz oben. Schnell huschte ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Oben war das Licht angegangen. Meine Großmutter war nach meinem Megaterror wohl endlich wach geworden. Ich hörte, wie sie langsam die Treppe hinunterging. Schnell eilte ich zurück in mein Zimmer. Ich packte Betty und versteckte sie unter meinem Bett. Dabei fiel mir jedoch auf, an ihrem linken Daumen fehlte der rote, spitze Nagel. Doch ich hatte keine Zeit, weiter nachzudenken.
Ich rannte weiter ins Bad, befeuchtete mein Handtuch mit Wasser und Seife und wischte damit die Blutflecken auf meinem Bett ab, die Betty hinterlassen hatte. Dann versteckte ich diesen ebenfalls unter meinem Bett. All das schaffte ich noch, bevor meine Großmutter dann vor meinem Zimmer erschien. Mädchen, was schreist du denn hier so rum? Wütete sie mich an. Und dann trat sie in mein Zimmer, hasserfüllt blickte sie mich an. Und ich sah hasserfüllt zurück, jedoch ebenso angsterfüllt. Wie sollte ich ihr nun diese ganze Situation erklären? Die Nacht war der reinste Horror. Ich hatte meiner Großmutter alles so berichtet, wie es gewesen war. Nur das mit Betty hatte ich komplett weggelassen. Meine Großmutter war komplett zusammengebrochen, als sie Sammy tot sah. Natürlich konnte sie aber schnell feststellen, dass hier niemand eingebrochen war. Es gab keinerlei Anzeichen dafür. Und wie ich es befürchtet hatte, beschuldigte meine Großmutter am Ende tatsächlich mich, Sammy ermordet zu haben. Es passte ja auch alles zusammen. Sammy hatte mich nur Stunden zuvor aggressiv angegriffen. Ich hatte also ein Motiv, wenn man so wollte. Aber trotzdem, dass meine Großmutter mich tatsächlich beschuldigte und sich meine verzweifelnden Verteidigungsversuche gar nicht erst richtig anhörte, war einfach nur ekelhaft. Man sah wirklich, dass sie es wollte. Sie wollte, dass ich die Täterin war. Und darum rief sie auch keine Polizei, denn so konnte sie diejenige sein, die mich bestrafte. Und ab diesem Tag wurde mein Leben zur reinsten Qual. Ich durfte gar nichts mehr, nicht nur Rebecca durfte ich nicht mehr sehen, sondern niemanden mehr von meinen Freundinnen. Und auch sonst durfte ich nichts unternehmen. Nach der Schule musste ich sofort nach Hause kommen und auf mein Zimmer. Aber damit nicht genug. Meine Großmutter schloss sogar mein Zimmer ab. Ja, ganz richtig, sie schloss mich ein. Alle 2 Stunden durfte ich raus, um etwas zu essen oder auf Toilette zu gehen. Selbst nachts wurde ich nur rausgelassen, wenn meine Großmutter auf dem Weg zum Klo war. Es war eine absolute Tortur, aber es bereitete ihr Freude. Das konnte ich zu jedem Zeitpunkt sehen. Natürlich war das, was sie machte, auf jeden Fall eine Straftat, aber meine Großmutter drohte mir, dass sie der Polizei von dem Mord an Sammy berichten würde, wenn ich irgendjemandem etwas erzählen sollte. Und ich hatte damals viel zu viel Angst, also schwieg ich wirklich. Tagelang weinte ich nur noch und verbrachte Stunden damit, auf mein Kissen einzuschlagen. Ich stellte mir jedes Mal vor, dass das meine Großmutter war. Mein Leben war die Hölle, ich war einsam und ich hatte niemanden, naja, bis auf Betty. Aber das war auch das nächste große Problem. Ich hatte furchtbare Angst. Was war da in dieser Nacht geschehen? Hatte Betty wirklich Sammy getötet? Zum einen war es ja zu verrückt, so etwas zu glauben, aber nach dem, was ich gesehen hatte, dann auch wieder nicht mehr. Betty war ganz plötzlich wie von Zauberhand verschwunden und saß dann blutüberströmt auf meinem Bett. Ihr linker Daumennagel fehlte. Hatte sie damit Sammy getötet? Dass Betty anscheinend ein lebendiges Wesen war und es getan hatte, würde auch die Tatsache erklären, dass ich niemanden gesehen hatte, trotz der Geräusche. Betty war so klein und es war dunkel. Sie hätte sich unbemerkt an mir vorbeischleichen können. Ich achtete ja nicht auf den Boden, weil ich nach einem Menschen Ausschau gehalten hatte. Ich verbrachte also die ersten Tage, in denen ich eingesperrt war, damit, auf Betty einzureden. Ich forderte sie auf, mit mir zu sprechen, doch ich bekam keine Antwort. Anscheinend wollte sie sich mir nicht offenbaren. Aber je öfter ich sie ansah, desto mehr wusste ich, dass sie lebendig war. Ich spürte ihre Energie, sie kommunizierte mit mir. Und ich wusste schon gleich am ersten Tag nach dem Mord, dass ich selbst keine Angst vor Betty haben musste. Sie war da, um mich zu beschützen und sie hatte Sammy getötet, weil dieser mich angegriffen hatte. Natürlich konnte ich das nicht gutheißen, aber es fühlte sich trotzdem wunderschön an, jemanden bei mir zu haben, der sich derart um mich sorgte. Also behielt ich Betty und auch wenn eine gewisse Angst von ihr für ein paar Tage anhielt, war sie dann irgendwann komplett weg. Ich kuschelte bald wieder mit ihr zum Einschlafen und begann, mit ihr zu reden. Eine Sache machte ich dabei aber völlig klar. Du darfst auf keinen Fall meine Großmutter töten, hast du gehört, sagte ich zu ihr. Denn auch wenn ich sie über alles hasste, ich konnte niemals verantworten, dass sie jemand tötet. Ich relativierte diesen brennenden Wunsch, den ich im Auto gehabt hatte, und sagte Betty, dass sie von nun an friedlich sein sollte.
Scheinbar kam diese Botschaft auch bei ihr an. 3 Wochen lang machte sie gar nichts. Sie war einfach nur meine Puppe und wurde meine einzige verbliebene Freundin. Ich erzählte Betty mittlerweile alles, teilte alle meine Gedanken mit ihr. Ja, Betty war jetzt wirklich das Einzige, was ich hatte. Trotzdem ging es mir aber immer schlechter, je mehr Tage vergingen. Meine soziale Isolation setzte mir seelisch richtig zu. Ich bekam sogar körperliche Beschwerden. Magenprobleme und immer mehr Ängste beherrschten mich. Und dann war da immer dieses furchtbare Gefühl von Einsamkeit. In der Schule hatten Rebecca und ich uns mittlerweile voneinander distanziert. Sie hatte mich darauf angesprochen, warum ich nichts mehr mit ihr machen wollte, und ich hatte ihr keine Antwort darauf gegeben. Ich erkläre dir alles, okay, Rebecca? Bitte vertrau mir.
Ein paar kurze Momente völlige Stille folgten, in denen Rebecca und Betty sich ansahen, aber dann nickte Rebecca. Ich nahm die Hand von ihrem Mund. Erschrocken sah sie mich an. Was? Was ist das? Flüsterte sie. Also bitte, entgegnete Betty und sie sprang jetzt von dem Bett herunter. Ich bin doch kein das, ich bin eine sie. Ich bin eine reizende Dame. Es war schon sehr komisch. Betty kam mir in diesem Moment einerseits vertraut, aber andererseits so fremd vor. Etwa einen Moment war sie mein einziger Bezugspunkt gewesen. Ich hatte alles mit ihr geteilt, all meine Gedanken, aber ich erlebte sie zum ersten Mal lebendig. Aber jetzt war erstmal das Wichtigste, Rebecca aufzuklären. Alles andere, alle Fragen, die ich hatte, konnte ich danach mit Betty klären. Also erzählte ich Rebecca alles und je mehr die Geschichte voranschritt, desto größer wurden ihre Augen. Hätte Betty da nicht gerade lebendig und sprechend vor ihr gestanden, hätte sie mich wohl für verrückt erklärt. Aber so glaubte sie mir. Und was machen wir jetzt? Fragte Rebecca und schaute immer noch etwas ängstlich zu Betty. Ich sag euch, was wir jetzt machen werden, antwortete diese. Wir bringen dieses alte Miststück um, beziehungsweise ich bringe es um. Ich kann dich nicht mehr so sehen, Jana. Das bricht mir das Herz. Ich habe mich in dem Moment, in dem du mich in die Arme geschlossen hast, in dich verliebt. Ich würde alles für dich tun. Also bitte, lass sie mich für dich töten. Ich hielt inne. Ich ging jetzt zu Betty, beugte mich zu ihr hinunter und sah intensiv in die Augen. Betty, sagte ich. Ich glaube, ich hatte dasselbe Gefühl vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe. Natürlich dachte ich, du bist bloß eine Puppe. Aber glaube, unterbewusst habe ich es gespürt. Aber was bist du? Wie kann es sein, dass du lebst? Betty grinste jetzt, noch breiter, als sie es sowieso schon standardmäßig tat. Jana, antwortete die Puppe, erinnerst du dich noch gut an deine Mutter? Ja, ein bisschen, gab ich irritiert zurück. Wieso? Ich war früher ihr Schutzengel, sagte Betty. Als sie ein Kind war, sie hat immer mit mir gespielt und mich überall hin mitgenommen. Sie wusste, dass ich lebendig war. Wir haben miteinander gesprochen, so wie wir beide es jetzt tun. Aber dann hat sie mich weggegeben, als sie 18 wurde. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Sie hatte eine Vision. Sie hatte viele Visionen. Deine Mutter war wirklich etwas ganz Besonderes. Sie hatte ihren eigenen Tod gesehen. Aber was für sie noch viel schlimmer war, das Leid ihrer Tochter. Also hat sie mir den Auftrag gegeben, dich nach ihrem Tod zu finden und über dich zu wachen, genauso wie ich es über sie getan habe. Diese Worte waren unglaublich und überwältigend. Ich sah zu Rebecca. Sie hatte Tränen in den Augen. Du hast also einen Schutzengel, sagte sie. Das ist so schön. Ich nahm Betty in den Arm und drückte sie ganz fest an mich. Danke, sagte ich. Ich danke dir. Doch dann sah ich Betty etwas ernster an. Aber du darfst meine Großmutter trotzdem nicht töten. Das könnte ich niemals verantworten. Betty machte jetzt ebenfalls ein ernstes Gesicht. Ich tue, was du mir befiehlst, antwortete sie. Aber ich kann dich nicht weiter so unglücklich sehen. Das bricht mir das Herz und das würde auch deiner Mutter das Herz brechen. Aber wenn du sie tötest, warf Rebecca ein, dann würde man Jana doch bestimmt verdächtigen. So oder so ist also keine gute Idee. Ich nickte zustimmend. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Rebecca hatte vollkommen recht. Was können wir dann tun? Fragte Betty. Wir gehen zur Polizei, schlug Rebecca sofort vor. Nein, rief ich. Meine Großmutter würde allen erzählen, dass ich eine Hundemörderin bin. Uns fällt schon etwas ein, entgegnete Rebecca. Wir stellen uns alle hinter dich, ich, meine Eltern und... Plötzlich ertönte ein Geräusch. Rebecca und ich froren ein. Es kam direkt von meiner Tür. Und sofort wusste ich, was los war. Doch noch bevor ich etwas sagen oder machen konnte, wurde meine Zimmertür auch schon aufgerissen. Und vor uns stand meine Großmutter. Mit wutverzerrtem Gesicht und ihren Augen starrte sie uns an. Und dann zückte sie ein Messer. Rebecca und ich schrien. Meine Großmutter fing auf einmal an zu grinsen. Es war dasselbe sadistische Grinsen, das sie während der Autofahrt auf dem Gesicht hatte. Was höre ich da? Gackerte sie. Alle stehen hinter meiner kleinen süßen Jana. Mein Herz machte einen Satz. Das war wohl das erste Mal, dass meine Großmutter meinen Namen laut aussprach. Was? Was machen Sie da? Rief Rebecca und wir beide gingen jetzt ein paar Schritte zurück. Doch meine Großmutter ging langsam auf uns zu, das Messer fest in der Hand. Du denkst also, du kannst dich einfach so in unser Haus schleichen, flüsterte meine Großmutter, ohne die Konsequenzen abzubekommen. Rebecca schrie
Und so auch ich. Ich stellte mich nun schützend vor meine beste Freundin. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich nun den Mut, mich meiner Großmutter entgegenzustellen. Was willst du? Schrie ich. Du elende alte Hexe, willst du uns damit umbringen? Doch meine Großmutter lachte nur über meine Worte. Oh ja, antwortete sie, ich hätte es schon längst tun sollen. Aber ich habe dich so sehr gehasst, Mädchen. Aber ich habe dich trotzdem aufgezogen. Aufgezogen, schrie ich zurück, während meine Großmutter immer näher kam. Ich wäre lieber auf der Straße aufgewachsen als bei dir. Sofort verschwand das Lächeln meiner Großmutter und sie verzerrte das Gesicht vor Zorn. Sie richtete ihr Messer direkt auf mich. Du undankbares kleines Gör, schrie sie. Du bist ja genauso wie dein Vater. Da sieht man dich groß, aber am Ende willst du einen verlassen. Willst du diesen beiden reichen Gutmenschen gehen, dass sie dich adoptieren? Aber ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Nein, niemals. Ich sah, wie Rebeccas Gesicht in ihrer Panik kurz vor Überraschung aufblitzte. Ich sah, wie Rebeccas Gesicht in ihrer Panik kurz vor Überraschung aufblitzte. Ich hatte ihr nie erzählt, dass es insgeheim mein größter Wunsch war, zu ihrer Familie zu gehören. Aber Rebecca war schon meine Familie, völlig egal, ob das auf dem Papier stand oder nicht. Und deshalb bereitete ich mich weiter schützend vor Rebecca aus, während meine Großmutter mit ihrem Messer fast bei mir war. Ich würde sie um jeden Preis vor dieser Irren beschützen, ganz sicher. Angsterfüllt nahm ich also meine Kampfstellung ein. Meine Großmutter war zwar alt, aber ich war ein gerade mal 12 Jahre altes, schmächtiges Mädchen, das noch nie gekämpft hatte. Genauso wie Rebecca. Und meine Großmutter hatte ein Messer und sie war bereit zuzuschlagen. Was sollte ich tun? Was sollte ich nur tun? Wie sollte ich Rebecca beschützen? Plötzlich fiel mir Betty wieder ein. Ich hatte sie völlig vergessen. Ich sah zu ihr, aber sie war weg. Betty, wo war sie? Und gerade als ich für eine Zehntelsekunde tatsächlich dachte, mein selbsternannter Schutzengel hätte mich im Stich gelassen, hörte ich einen lauten Schrei. Guck mal her, du alte Schachtel. Meine Großmutter fuhr sofort herum. Erschrocken sah sie nach hinten und da stand sie, Betty, mit bösem Lachen, in der Hand ebenfalls ein Messer. Sie gackerte und grinste meine Großmutter an. Sie sah schlimmer aus als jedes furchtbare Wesen aus einem Horrorfilm. Selbst Rebecca und ich, die ja nichts von ihr zu befürchten hatten, schrien vor Entsetzen, als wir Betty so sahen. Doch unsere beiden Schreie wurden noch übertönt, und zwar von dem meiner Großmutter. Ihr ganzer Körper erschütterte. Es war ein Schrei von purster und reinster Angst, den sie ausstieß. Sofort ließ sie das Messer fallen und fasste sich mit beiden Händen ins Gesicht. Der Anblick von Betty überwältigte sie. Sie flippte regelrecht aus. Und dann passierte es. Plötzlich verstummte meine Großmutter schlagartig. Sie packte sie mit der Hand an ihr Herz. Direkt danach fiel sie zu Boden. Ich realisierte sofort, was los war. Meine Großmutter hatte vor Schreck eine Herzattacke bekommen. Wie festgefroren sahen Rebecca und ich zu, wie meine Großmutter sich wie ein Tier am Boden wälzte, völlig hilflos. Der Anblick war erbärmlich. Sie zuckte unkontrolliert, jedoch waren diese Bewegungen zu viel für ihren alten Körper, was das Ganze noch furchtbarer aussehen ließ. Es dauerte wirklich eine Weile. Bestimmt eine halbe Minute zuckte meine Großmutter da auf dem Boden umher wie ein Käfer, bis sie dann schließlich allmählich ruhiger wurde und sich dann gar nicht mehr bewegte. Ich lief zu meiner Großmutter, ich hielt meine Hand vor ihr Gesicht. Sie atmete nicht mehr, sie war tot. Rebecca und ich sahen uns geschockt an und dann sahen wir, so Betty. Triumphierend grinsend blickte sie uns an. Natürlich konnte ich Betty nach dieser Sache keinen Vorwurf machen. Immerhin war meine Großmutter kurz davor gewesen, mich und Rebecca zu ermorden. Und Betty hatte sie ja noch nicht mal direkt getötet. Naja, auch wenn das vielleicht hart klingt, der Tod meiner Großmutter bedeutete den Anbruch der schönsten Zeit meines Lebens. Die Person, die ich so sehr hasste und die leider aber mein Vormund war, war nun nicht mehr da. Ihre Tyrannerei hatte ein Ende. Ich musste nicht mehr in diesem schrecklichen Haus wohnen. Und da meine Großmutter einen Herzstillstand hatte, gab es auch keine Ermittlungen oder so etwas. Rebecca und ich schwiegen, was Betty anging. Das Ganze war unser kleines Geheimnis. Du kannst dir vielleicht denken, wie es mit meinem Leben weiterging. Rebecca hatte ihren Eltern sofort von meinem ganzen geheimen Wunsch erzählt und sie gebeten, mich zu adoptieren. Und das taten sie dann auch. Mein größter Wunsch ging am Ende in Erfüllung. Rebeccas Eltern adoptierten mich. Ich wurde Teil ihrer Familie und Rebeccas Schwester. Meine restliche Jugend war wunderschön.
Rebeccas Eltern wurden genauso liebende Eltern für mich. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich wirklich geliebt. Und nach all dem, was ich durchgemacht hatte, spürte ich, wie sehr ich dieses Gefühl gebraucht hatte. Betty nahm mich natürlich mit zu meiner neuen Familie. Sie war weiter der Schutzengel für mich und auch für Rebecca. Ich habe Betty heute noch und sie wacht jeden Tag über mich und auch über meine kleine Tochter. Ja, genau, ich bin selbst mittlerweile Mutter. Und wenn meine kleine Tochter alt genug ist, werde ich Betty an sie weiterreichen, damit sie